Die heilige Birgitta, sie stammt aus Schweden. Die heilige Katharina von Siena, die als Kirchenlehrerin gilt. Eine weitere offizielle Patronin Europas ist Edith Stein. Edith Stein war Jüdin und ausgebildete Philosophin. Sie ließ sich taufen und trat als Ordensschwester in den Karmel ein. 1942 wurde sie im KZ Auschwitz-Birkenau ermordet. Ehre sei Gott in der Höhe, wir preisen dich, Herr, mit den Engeln und den Heiligen, mit den heiligen Patronen Europas. Lasset uns beten, Herr unser Gott, als die selige Jungfrau Maria mit dem Apostel betete, als du sie mit den Gaben des Heiligen Geistes reich beschenkt. Auf ihre Fürsprache erfülle auch uns mit diesem Geist. Lass uns einmütig im Gebet verharren und unseren Brüdern und Schwestern die frohe Botschaft von Heil verkünden. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeiten. Amen. Kardinal Sodano hat das Tagesgebet gesprochen. Der weiße Altar, die weiße Bühne, ist geschmückt mit Blumen. Apostolok cselekedeteiből. Amikor feltámadása után egy alkalommal Jézus együtt étkezett tanítványaival, die erste Lesung aus der Apostelgeschichte in ungarischer Sprache. Most fogod helyreállítani Izrael országát. Als die Apostel nach der Auferstehung Jesu mit ihm beisammen waren, fragten sie ihn, Herr, stellst du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder her? Er sagte zu ihnen, euch steht es nicht zu, Zeiten und Fristen zu erfahren, die der Vater in seiner Macht festgesetzt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Erde. Als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken. Während sie unverwandt ihm nach zum Himmel emporschauten, standen plötzlich zwei Männer in weißen Gewändern bei ihnen und sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel empor? Dieser Jesus, der von euch ging und in den Himmel aufgenommen wurde, wird ebenso wiederkommen, wie ihr ihn habt, zum Himmel hingehen sehen. Dann kehrten sie vom Ölberg, der nur einen Sabbatweg von Jerusalem entfernt ist, nach Jerusalem zurück. Als sie in die Stadt kamen, gingen sie in das Obergemach hinauf, wo sie nun ständig blieben. Petrus und Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus, und Simon, der Zelot, sowie Judas, der Sohn des Jakobus. Sie alle verharrten dort einmütig im Gebet, zusammen mit den Frauen und mit Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Die kulturelle Vielfalt des mitteleuropäischen Raumes findet bei dieser Wallfahrt der Völker hier auch musikalisch ihren Ausdruck. Neben einem Kernchor, einem sogenannten Kernchor, bestehend aus den Domchören von Graz und Dubrovnik,
wirken auch Chöre aus den übrigen Teilnehmerländern mit. Gleichsam als Einstimmung und begleitend zum Mitteleuropäischen Katholikentag wurde auch ein eigenes Lied komponiert. Wir haben es am Anfang dieses Gottesdienstes gehört. Komponist dieses Katholikentagliedes ist Thomas Dolleschall aus Wien. Er ist Dommusiker am Wiener Stephansdom. Gentibus salutare nostri. Convite antur tibi comunibus. Convite antur tibi comunibus. Letentur et exultent as populos in equitate, et gentes in terra dirigis. Der Europäische Katholikentag war ein ganz besonderes Anliegen von Kardinal König. Und in einem seiner Essays schrieb er, die Rückkehr nach Europa, die Geburt eines neuen gemeinsamen Europas, war und ist ein schmerzlicher und langwieriger Prozess. Und dies fordert vom Westen des Kontinents ein besonderes Maß an Solidarität. Österreich, so schrieb Kardinal König, ist hier im Herzen Europas nicht nur durch seine Geschichte, sondern auch durch seine geografische Verbundenheit besonders herausgefordert und sollte seine Brückenfunktion mehr als bisher erkennen. Nun erfolgt die zweite Lesung. In kroatischer Sprache. Čitanje prve poslanice svetog Petra Apostola. Morali i trpjeti zbog svoje pravednosti, blago vama. Schwestern und Brüder, wenn ihr um der Gerechtigkeit willen leiden müsst, seid ihr selig zu preisen. Fürchtet euch nicht vor den Menschen und lasst euch nicht erschrecken, sondern haltet in eurem Herzen Christus, den Herrn, heilig. Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt. Aber antwortet bescheiden und ehrfürchtig, denn ihr habt ein reines Gewissen. Dann werden die, die euch beschimpfen, weil ihr in der Gemeinschaft mit Christus ein rechtschaffenes Leben führt, sich wegen ihrer Verleumdungen schämen müssen. Es ist besser, für gute Taten zu leiden, wenn es Gottes Wille ist, als für böse. Denn auch Christus ist der Sünden wegen ein einziges Mal gestorben. Er, der Gerechte, für die Ungerechten, um euch zu Gott hinzuführen. Dem Fleisch nach wurde er getötet, dem Geist nach lebendig gemacht. Musik.
Der Lektor der zweiten Lesung kam aus Bosnien-Herzegowina. Er hat in kroatischer Sprache gelesen, die Sprache der bosnischen Katholiken. In Bosnien-Herzegowina sind die Katholiken eindeutig in der Minderheit. Rund 15% bekennen sich dazu, 30% sind Orthodoxe, 40% Muslime. Damit ist Bosnien am anderen Ende der Skala als Polen zum Beispiel, wo sich über 90% zum Katholizismus bekennen. Das Evangelium verkündet, in deutscher Sprache im lateinischen Ritus sowie in altslawischer Sprache im ostkirchlichen Ritus. Zwei Diakone bringen das Evangelienbuch herbei. Das Wort des Evangeliums ist Jesu Wort an die Menschen heute. Jesus spricht zu den Gläubigen. Er ist die Hoffnung der Christen, er ist die Hoffnung Europas. Evangelium nach Johannes. In jener Zeit fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt und die Mutter Jesu war dabei. Auch Jesus und seine Jünger waren zur Hochzeit eingeladen. Als der Wein ausging, sagte die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte ihr: Was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter sagte zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es standen dort 6 steinerne Wasserkrüge, wie es der Reinigungsvorschrift der Juden entsprach. Jeder fasste ungefähr 100 Liter. Jesus sagte zu den Dienern: Füllt die Krüge mit Wasser, und sie füllten sie bis zum Rand. Er sagte zu ihnen: Schöpft jetzt und bringt es dem,
der für das Festmahl verantwortlich ist. Sie brachten es ihm. Er kostete das Wasser, das zu Wein geworden war. Er wusste nicht, woher der Wein kam. Die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, mussten es. Da ließ er den Bräutigam rufen und sagte zu ihm, jeder setzt zuerst den guten Wein vor und erst, wenn die Gäste zu viel getrunken haben, den weniger guten. Du jedoch hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. So tat Jesus sein erstes Zeichen in Kana, in Galiläa, und offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Los sei dir, Christus. Nun folgt die Verkündigung des Evangeliums im orientalischen Ritus in altslawischer Sprache. Слушаем Святого Евангелия. От Иоанна Святого Евангелия чтение. Без в Кані Галілейці, і бі мати Ісусовату, зване же Бълзі Ісус, і ученіці Його набрак. І не доставшу віну глагола мати Ісусова к нему, віна не імут. Глагола ей Ісус, что мне и тебе, жено, не уприйде час мой. Глагола мати його слугам, еже аще глаголет вам сотворите, бых уже ту водонос камени шест, лежаще по очищенню юдейску, мистящая под двима или трием мирам. Глагола им Иисус, наполните водоносы водой, наполнише их до верха. И глагола им, почерпите ныне почер, и принесите архитри клинови принесоша, якоже вкуси архитри клин вина бывша от воды, и не видяще откуда есть, слуги же, видяще почерпши воду, пригласи жениха архитри клин и глагола ему, всяк человек прежде доброе вино полагает, и егда опиюция тогда худшее, то же соблюдеси доброе вино досели. Се сотвори начаток знамением Иисус в Кані Галилейски, и яви славу Его, и вироваша в Него ученицы Его. Посем сниде в Кафернаум сам и мати Его, и братья Его, и ученицы Его, и ту немногі дні пребыша. О, ты, Господи, славься!
Hier in Mariazell unter den Chören ist auch der griechisch-katholische Kirchenchor Chrysostomos aus Bratislava. 1992 gegründet, widmet er sich ausschließlich dem liturgischen Gesang der Ostkirche und entwickelt die traditionelle Musikkultur der ostslowakischen griechisch-katholischen Eparchie Prešov. Predigt zur Wallfahrt der Völker spricht Kardinal Christoph Schönborn, der Wiener Erzbischof. Laudator Jesus Christus. Eine Wallfahrt ist auch mit Opfern verbunden. Ich sehe viele, viele Menschen, 100.000 dürften wir sein auf diesem Flugfeld. Wir sind bereit, für diese Wallfahrt der Völker auch Opfer zu bringen. Der Herr wird sie segnen. Nie zuvor waren so viele Pilger gleichzeitig hier bei der Gnadenmutter von Mariazell. Aus allen Völkern der Mitte Europas. Nie zuvor haben Pilger so viele, die in Kirche und Staat Verantwortung tragen, unter uns begrüßt. Sie, verehrter Herr Kardinal Legat, und durch Sie, unser heiliger Vater, der sie als seinen Legaten gesandt hat. Auf ihren Wunsch hin halte ich heute die Predigt. Sie, die Kardinäle, Bischöfe, Priester, Sie, die Präsidenten von Bosnien, der Slowakei, Ungarn, Österreichs, der Europäischen Kommission und die vielen, die von weit her gekommen sind und große Mühen auf sich genommen haben. Sie sind trotzdem aufgebrochen, weil sie etwas von jenem brennenden Herzen gespürt haben, ohne dass ihnen und mit uns Menschen nichts Neues geschieht. So begrüße ich Kedves Magyar Zarándokok, Váš milí bratia a sestry z Českej republiky. Váš dragi podočnávnici iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Váš dragi Romari z Slovenije. Vás, drahí bratia a sestry zo Slovenska. Vás, droždí pčelčimi z Polsky. Und Sie, liebe Brüder und Schwestern, die Sie aus anderen Ländern und besonders aus Österreich nach Mariazell gekommen sind. Und alle, die in dieser Stunde über Radio und Fernsehen mit uns verbunden sind. Von zwei Ereignissen
erinnert uns heute die Heilige Schrift. Sie sollen uns helfen, etwas von der Bedeutung dieser großen Wallfahrt der Völker zu erfassen. Da ist die Hochzeit in Kana in Galiläa. Jesus, seine Mutter Maria und die Jünger sind unter denen, die zum Fest geladen sind. Zum ersten Mal wird offenkundig, dort, wo Gottes Herrlichkeit in der Person Jesu Christi gegenwärtig ist, ist nichts unmöglich. Wasser wird zu Wein, dem tiefen Symbol der Wahrheit, der Freude und des Lebens. Und auch wir sind zusammengekommen zu einem großen Fest, zur Feier der Liturgie, dem Hochzeitsmahl der Liebe zwischen Gott und den Menschen. Jesus ist unter uns und Maria, seine Mutter. Aufmerksam sieht sie, was wir brauchen, was uns fehlt. Und wir sind durch die Taufe Jünger Jesu. Und zu uns sagt die Gottesmutter jenes große bleibende Wort: Was er euch sagt, das tut. In dieser Stunde ist dieses Wort Marias auch eine Frage an jeden von uns. Haben wir gehört, was er uns gesagt hat, als Menschen unter Menschen, als Völker unter Völkern, als Christen unter Christen? Hat das Schicksal Europas auch damit zu tun, dass wir dieses Wort zu oft vergessen haben, zu oft verraten haben? Und bedeutet unsere Entscheidung, hierher zu pilgern, dass wir aus dem, was auf dem Boden Europas geschehen ist, etwas gelernt haben, als Menschen, als Völker, als Christen? Und da ist der Bericht aus der Apostelgeschichte. Die Apostel, die Frauen, die Verwandten Jesu, sie alle sind mit Maria im Abendmahlsaal zum Gebet versammelt. Sie warten darauf, was der Auferstandene ihnen verheißen hat. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird. Dieser Platz hier mit dem Blick auf die Basilika von Maria Zell ist heute wie ein großer Abendmahlsaal. In pfingstlicher Erwartung sind wir hier versammelt, Frauen und Männer, Alte und Junge, Priester und Laien. Gemeinsam beten wir um die Kraft des Heiligen Geistes, um seinen Beistand für unsere Völker und Länder, um den Frieden für dieses Europa, das uns unter so furchtbaren, schrecklichen Schmerzen getrennt worden ist und unter so vielen Hoffnungen, aber auch Zweifeln und Ängsten allmählich zusammenwächst. Wir bitten um die Kraft von oben, um das Richtige zu erkennen und zu tun, um den Mut zum Zeugnis für Christus. Hunderttausende, Millionen Menschen haben in den vergangenen Jahrzehnten erfahren, wie hoch der Preis für diesen Mut sein kann. Viele von Ihnen, liebe Brüder und Schwestern, die heute in Freiheit leben und an dieser Wallfahrt der Völker teilnehmen, wissen aus eigenem Erleben oder aus dem Schicksal ihrer Familien, welch furchtbares Leid die antichristlichen und gottlosen Ideologien des Nationalsozialismus und des Kommunismus über unsere Länder gebracht haben. Für sie gilt das Wort des heiligen Petrus. Wir haben es in der zweiten Lesung gehört. Wenn ihr um der Gerechtigkeit willen leiden müsst, seid ihr selig zu preisen. So gedenken wir in dieser Stunde der Schwestern und Brüder, die für ihren Glauben und für den Dienst am Nächsten in Lagern und Gefängnissen gestorben sind. Ihnen und allen, die in schwerer Zeit Christus, den Herrn, in ihren Herzen heilig gehalten haben, gilt heute unser Dank,
und unsere Bewunderung. Als Christen leben wir aus dem Wissen, dass nichts bei Gott verloren ist. Keine Träne, kein Leid. Und wir leben aus der Hoffnung, dass alle diese Opfer in die Erde gefallen sind, um die blutgetränkte Erde Europas neue Früchte tragen zu lassen und die alten christlichen Wurzeln wieder zum Blühen zu bringen. Was verlangt der christliche Glaube heute von uns? Und wofür erbitten wir die Hilfe des Heiligen Geistes? Drei Aufgaben, die zugleich Hoffnungen sind, will ich nennen. Erstens, der Psalmist betet und bekennt, mit meinem Gott überspringe ich Mauern. 15 Jahre sind vergangen, seit der eiserne Vorhang gefallen ist. Und wir alle erinnern uns voll Dankbarkeit an die entscheidende Bedeutung unseres Heiligen Vaters für den Fall des eisernen Vorhangs. Aber noch sind manche Mauern bestehen geblieben. Reste alter Vorurteile, Misstrauen, Schuldzuweisungen und eine Neigung, auf die anderen herabzuschauen oder voreinander Angst zu haben. Als Christen erbitten wir die Kraft von oben, um diese Mauern zu überspringen, um einander endlich auf gleicher Augenhöhe zu begegnen, um in jedem Menschen gleich welcher Sprache, Kultur und Religion ein Ebenbild Gottes zu sehen. Von Maria können wir diesen Blick lernen. Bei ihr gibt es keine Verachtung des anderen. Sie sammelt alle ihre Kinder. Eine zweite Hoffnung, die uns der Glaube schenkt, ist uns beim Zusammenwachsen Europas eine wichtige Hilfe. Tag für Tag spüren wir die Furcht vieler Mitbürger, das vereinte Europa könnte zu einem Verlust der Eigenständigkeit und der Vielfalt in Kultur und Tradition führen. Als Christen beten wir für eine Einheit, in der die Vielfalt nicht trennt, sondern bereichert. Und Maria Zell ist dafür ein Symbol. Alle unsere Völker haben seit Langem eine innige Nähe zu diesem Gnadenort. Hier in Maria Zell bekennen wir uns zu den christlichen Fundamenten Europas, in der Gewissheit, dass diese fähig sind, ja notwendig sind, die europäische Einigung mitzutragen. Freilich, der Blick über diesen Platz und die Zehntausenden Pilger, die dem Ruf der Gnadenmutter gefolgt sind, darf uns nicht täuschen. Jahrzehnte der Gottlosigkeit in Ost und West haben tiefe Spuren in unseren Völkern hinterlassen. Umso wichtiger ist es, auf die Stimme jener zu hören, die uns Christen, oft von außen, die Unersetzlichkeit unseres Glaubens und unseres Dienstes auf dem Bauplatz Europa vor Augen führen. Ich denke an den amerikanischen Gelehrten und gläubigen Juden, Joseph Weiler, der uns erst vor wenigen Tagen mit seinem flammenden Appell aufhorchen ließ. Er sieht das Christentum als Lebensquelle dieses Kontinents und als Motor der europäischen Einigung. Ich denke auch an den muslimisch geprägten bosnischen Dichter Cevat Karahasan, der uns vor einem Jahr zum Auftakt des Katholikentages mit einem berührenden Wort aufgerüttelt hat, Europa auf das Christentum zu reduzieren, das wäre sehr schade. Aber auf das Christentum zu vergessen, das wäre eine Katastrophe.
Schwestern und Brüder, schauen wir in dieser Stunde auf die großen Europäer, die in überzeugender Weise das Wort Marias befolgt haben, was er euch sagt, das tut. Ein Benedikt, ein Franziskus, die große und die kleine Therese, König Stephan und Johannes Nepomuk, Kirill und Method, Edith Stein und Pater Maximilian Kolbe, Johannes der 23. und der junge Ivan Merz. Sie und viele andere Christen haben bis in unsere Tage hinauf das Haus Europa mitgebaut. Sie haben geholfen, dass dieser Kontinent zu einem Ort der Menschlichkeit und der Schönheit, der Solidarität und der Herzlichkeit wurde. Sie haben unermüdlich gegen Gottvergessenheit und Unmenschlichkeit, auch unter uns Christen, gegen Bosheit und Dummheit gekämpft. Sie haben aufgebaut, wo blinder Hass zerstört hat. Sie haben getröstet und aufgerichtet, wo Not und Elend niedergedrückt haben. Sie waren Lichtpunkte der Hoffnung, wo die Nacht der Verzweiflung alles zu verschlingen drohte. In ihnen ist das größte Geschenk Gottes erfahrbar geworden, seine grenzenlose Barmherzigkeit. Wenn Sie, die Heiligen, die Hoffnung Europas auf ein liebevolles Miteinander verkörpern, dann wäre das Vergessen auf das Christentum tatsächlich eine Katastrophe. Doch es gibt sie auch heute, die verborgenen Heiligen unserer Tage, die Helden der Menschlichkeit, der Barmherzigkeit, die Friedensstifter, die Kämpfer für Gerechtigkeit und Solidarität. Sie sind heute die Träger der Hoffnung für Europa. Kein Land und kein Volk, das sie nicht bräuchte. Was also ist zu tun? Zunächst und vor allem eines. Europa braucht heute den Schutz des menschlichen Lebens von seinem Anfang bis zuletzt. Christsein heißt, sich der Ungeborenen anzunehmen und die werdenden Mütter nicht im Stich zu lassen. Christsein heißt auch, die Sterbenden zu begleiten. An der Hand und nicht durch die Hand eines Menschen sollen sie sterben. So hat Kardinal König gesagt, der in dieser Stunde sicher mit uns ist. Europa braucht Gerechtigkeit und Solidarität. Christsein heißt, aktiv für all die einzutreten, die dem stürmischen Wandel nicht standhalten können. Für die Jugendlichen, die keine Ausbildungschancen sehen, für die Frauen und Männer, die ihre Arbeit verloren haben oder um ihren Arbeitsplatz fürchten, für die Alten, die an den Rand gedrängt sind. Europa braucht Zeiten und Räume für das Heilige. Kämpfen wir also darum, dass der Sonntag als Tag der Gemeinschaft mit Gott und den Menschen in Europa erhalten bleibt. Und ich bitte euch, sucht nach Möglichkeiten, eure Kirchen offen zu halten. Die Menschen hungern nach Begegnung mit Gott. Hier in Mariazell erbitten wir die Kraft des Heiligen Geistes. Hier vertrauen wir unsere Länder, unsere Familien, den Schutz Mariens an. Von hier wollen wir weggehen, im Glauben gestärkt, unsere Hoffnung fest auf Christus setzen, damit wir in diesem neuen Europa den vielen Suchenden und Skeptischen, den Ängstlichen und Verzagten bezeugen, Christus ist wahrhaft die Hoffnung Europas. In diesem seinem Geist ruft die Gottesmutter hier in Mariazell uns zu, den Völkern in der Mitte Europas. Vertraut einander, so wie Gott euch vertraut.
Versteht und ertragt einander, so wie auch er uns annimmt, mit all unseren Fehlern und Schwächen, mit unseren großen Worten und unseren kleinen Taten. Lernt voneinander, denn in jedem von euch öffnet sich ein neuer, anderer Blick auf den, der uns geschaffen hat. Vor allem aber liebt einander, wenn auch er uns zuerst und bis zuletzt geliebt hat. Amen. In verschiedenen Sprachen wird das Glaubensbekenntnis gesungen. Den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Und an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit. Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen. Eines Wesens mit dem Vater, durch ihn ist alles geschaffen. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Er wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten. Seiner Herrschaft wird kein Ende sein. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten und die eine heilige katholische und apostolische Kirche. Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt. Credo
Jesus Christus, Hoffnung der Menschen, deine Mutter weist uns den Blick zu dir. Als dein Volk sind wir mit ihr unterwegs zu dir. Im Vertrauen auf die Fürbitte Mariens treten wir glaubend vor dich. Kardinal Sodano hat die Fürbitten eingeleitet. Die erste Fürbitte wird aus Bosnien-Herzegowina kommen. Gledamo u tebe dobroga pastira i molimo za papu našega Ivana Pavla. Wir schauen auf dich, den guten Hirten, und beten für unseren Papst Johannes Paul. Von deinem Geist beflügelt ist er uns mutig vorangegangen, um die Zeit der Diktaturen und Trennungen zu überwinden. Unbeirrbar hat er die Völker Europas zur Einheit und Versöhnung gemahnt. Stärke ihn mit der Kraft deines Heiligen Geistes und mit deinem Segen. Die zweite Fürsprache kommt aus Tschechien. Hledíme na tebe, pane nebe i země, a prosíme tě, dej, wir schauen auf dich, den Herrn, auf dessen Namen wir Christen getauft sind. Hilf uns, dass wir aus dieser innigen Verbundenheit mit dir das Trennende zwischen den verschiedenen Kirchen und Konfessionen als unerträglich empfinden und uns mit aller Kraft des Herzens dafür einsetzen, die Hindernisse auf dem Weg zur Einheit zu überwinden. Die nächste Fürbitte kommt aus Kroatien. Wir schauen auf dich, den Herrn über Himmel und Erde, und bitten dich. Gib uns die Einsicht, dass alle Güter dieser Welt und alle Verlockungen dieser Zeit immer nur oberflächliche Zufriedenheit schenken können. Öffne unsere Herzen für das Bleibende und für das Glück, das allein aus der Liebe zu dir und zu all deinen Geschöpfen wächst. Die nächste Fürbitte kommt aus Ungarn. Wir schauen auf dich, du Freund der Armen und Benachteiligten. Schärfe unsere Augen für das Leid und die Not der Mitmenschen in unseren Ländern und in der ganzen Welt. Wecke in uns das Verlangen nach Gerechtigkeit und solidarischer Nächstenliebe. Für alle Ausgegrenzten, alle Arbeitslosen und Verzweifelten. Die nächste Fürbitte kommt aus Österreich. Wir schauen auf dich, den Herrn der Zeiten, und bringen vor dich die Last unserer europäischen Geschichte, wo wir aneinander schuldig geworden sind. Gib du uns die Hoffenheit und Demut, einander zu verzeihen und voneinander zu lernen. Und die Fürbitte aus Polen. Patrzymy na ciebie, dającego się nam w miłości. Wir schauen auf dich, der sich uns in Liebe schenkt. Du weißt, in wie vielen Menschen die Sehnsucht nach dem Bleibenden brennt.
und die dennoch nicht zu dir finden können. Schenke ihnen die bergende Kraft des Glaubens. Öffne ihre Herzen für deine Liebe und für deine Gegenwart. Die Fürbitte aus Slowenien. Wir schauen auf dich, Herr Jesus, als den Künder des Reiches Gottes. Als Christen ist uns aufgetragen, durch unser Wort und unser Leben deine Boten zu sein. Entfache unseren Eifer, den Glauben an dich in alle Länder Europas hinauszutragen. Aus der Slowakei. Wir schauen auf dich, den Spender des wahren Friedens. Durch Egoismus, Hochmut und Intoleranz haben die Völker Mitteleuropas immer wieder dein Antlitz geschändet. Wir bitten dich für uns und alle Menschen in Bosnien-Herzegowina und Kroatien, in Österreich, Polen und Ungarn, in Slowenien, der Slowakei und Tschechien. Wandle unsere Herzen, hilf uns, Misstrauen und Vorurteile zu überwinden, stärke uns auf dem Weg der Versöhnung und lass in uns allen dein Licht des Friedens aufleuchten. Unser Gott, du hast deine Mutter zum Hoffnungszeichen für die ganze Schöpfung gemacht. Du willst, dass keines deiner Geschöpfe verloren geht. Wir loben und preisen dich, weil du uns liebst, jetzt und immer darum.